Pidizzle, Hilfe! Ich bin im Haus eingesperrt! Pidizzle! I'm coming home! Hey, willkommen! Ich bin der Bergmann und ich begrüße euch zu einer neuen Folge Bad Wars Duel zusammen mit Paluten! Hallo. Hi! 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 Du bist ja auch bei mir, hast du so einen geilen Hot-Skin, Alter. Ja, ich weiß, das ist immer so ein extra Feature hier, dass man nicht die normalen Skins angezeigt bekommt, damit man sich gegenseitig sagen kann, ui, du bist ein Reißverschluss ohne Gesicht. Bin ich? Zum Beispiel. Nee, das war ich gestern. Du bist ein überraschend normaler, so Warrior, möchte ich hier. Ein Warrior bist du ja auch gameplay-technisch, ne? Dementsprechend habe ich dich ja eingeladen, weil ich ganz gerne mal wieder eine Runde gewinnen würde. Und man sagt ja, du weißt, wie du mir schmeichelst, ne? Du bist schon alter Charmeur, ey. Natürlich. So, ich würde fast sagen, ja, dass, wobei. Ich hab leider nicht genügend Blocks vor so einem. Ja, dachte ich nämlich gerade. Okay, dann muss ich nochmal schnell welche tanken. Okay, tank mal ein paar. Tank mal ein paar. Dann gönne ich mir einfach mal hier ein geiles Schwert. Ach, du Bam, hast dir schon richtig gegönnt, ja? Ich hab mir richtig gegönnt, ey. Das wird die pure Gönnung. Was war denn das Letzte, was du dir mal gegönnt hast, Birgie? Leckeres Eis oder so? Was ich mir wirklich gegönnt habe? Ja. Ich glaube, es war tatsächlich der Lego TIE Fighter. Den habe ich mir als letztes gegönnt. Ja. Kann man mal mocken. Kann man mal machen, ja. Kann man mal ein bisschen mit rumfliegen. Und was hast du dir gegönnt so? Ich habe mir gestern tatsächlich Sushi gegönnt. Das war sehr, sehr geil. Ja. Das einzige Problem war, dass ich im Bett gegessen habe und dann Sojasauce quer über mein Bett geschossen habe. Oh, okay. Das war irgendwie ein bisschen blöd. Ich bin gerade so ein bisschen lang am Einkauf. Oh, ich habe einen Bogen. Wieder ja, Bogen. Hier, ich habe auch einen Bogen. Ja, ich habe cool. Kriegst auch noch 10 Pfeile. Krass. Alter, das ist ja all inclusive. Oh, cool. Ey, da ist einer. Da ist so ein Willi. Gegen den Runner. Der bewegt sich nicht. Vielleicht ist das der Kumpel von Christopher. Ja, stimmt. Alter. Zack, Zottel! Lass ihn nicht tricksen hier. Alter, okay. Nee, aber ich hat Kassier. Sind die beide AFK? Ist überhaupt noch einer da? Hallo? Nee, der andere bewegt sich. Alles ja. Oder baut doch. Hast du mal die Tür geöffnet? Ich kannte das hier unten noch gar nicht. Was denn hier? Ja, das ist ein Goldspawner. Backpack Labs. Aber der ist, okay. Nicht, der ist, glaube ich, nicht aufgebaut. Also da kommt, glaube ich, nichts raus, oder? Nee, da kommt nichts raus. Da wird noch, kommt noch was rein hier. Ja. Mal kurz hier ein bisschen die Tür zumachen. Übrigens. Kriegst du ihn? Ich habe ihn leider nicht gekriegt. Fällt mir gerade ein, wir haben gestern in unserer wöchentlichen Bergwerk Labs Spiel- und Spaß-Sitzung haben wir Bad Wars Duel 4-Team-Variante, beziehungsweise Mehr-Team-Variante getestet. Und ich muss sagen, da funktioniert dieses ganze Teleporter-Ding so viel besser. Der Blaue kommt, der Blaue. Ja, okay. Smarte Mai. Das heißt, da wollte ich mir schon mal kurz sagen, könnt ihr mal gespannt drauf sein, weil das sind rundum voller Überraschungen. Und so, jetzt. Was für Überraschungen denn? Na, sie dauern zumindest länger. Das okay. Ja, Zottel hat ja auch schon gesagt, Alter. Nicht mit mir. Jetzt musst du es natürlich machen, Birgi. Weil sonst alles andere wäre unfair, ey. Das habe ich nicht verstanden, jetzt sie nicht mit mir. Zottel ist weg. Ja. Sein Teampartner von Fabian. Und deshalb dachte ich mir, ey, ich mache mir hier so ein schönes Lagerfeuer, ich sitze hier so ein bisschen, ja, brate mir vielleicht so das ein oder andere Steak nochmal ein bisschen ab. Sag, Alter. Warum ist denn der jetzt gegangen, Alter? Ja, der musste los. Der hatte Musikunterricht. Ja. Und da souverän die Blockflöte spielt. Aber wer ist denn jetzt gegangen? Ist jetzt der aktive... Oh, der ist beim Teleporter. Hat er dich schon mal getötet? Nee, er kommt nicht durch, okay. Aber man muss jemanden töten und dann kann man porten. Ja, oder du brauchst das System, halt habe ich nämlich noch nicht ganz verstanden. Du brauchst einfach Smaragde und die kriegst du halt durch das Töten von Leuten. Und dann kannst du durch den Teleporter durch. Das ist halt, genau, bei diesen. Ah, was ist los bei ihm? Bei diesen kleineren Konstellationen, da kannst du halt eher auch schon mal durchrushen, aber wenn du dich halt so richtig verbissen hast quasi und dann von hinten kommst, was halt inzwischen auch nicht mehr angekündigt wird. Früher hatten wir mal so eine Status-Message. Ja, ist dann gerade alles sehr dirty. Komm mal kurz her, bitte. Ich sterbe gleich. Ich habe nur zwei Herzen. Ja, dann musst du mal ein bisschen arbeiten. Jetzt kriegt ihr mich hier gleich. Nein! Nein! Mann, ich hatte keine Spitzhacke. Ich habe die ganze Zeit gelabert, anstatt dir einfach mal Bescheid zu sagen. Komm doch endlich. Das wäre vielleicht smart gewesen. Ja, das ist Alter, Fabian.
Du bist schon ein alter Ramser. Fabian wreckt uns jetzt noch hier, Alter. Ja, Fabian. Also jetzt kann ich, jetzt krieg ich da, zack. Aber ich krieg, wenn ich ihn spawn kille, krieg ich mehr Smaragde? Ja, ja, genau, genau. Du kriegst halt pro Kill. Das ist nice, Alter. Wobei er, kriegst du jetzt gerade Smaragde? Nee, ich krieg ab nur einen Smaragde. Ja, genau, das ist halt Spawn-Trapping, Okay. Das ist gut, weil ich wollte gerade sagen. Fabian, jetzt hör doch mal auf, Alter! Ja. Muss hier kurz rein. Wo ist denn das Bett? Das ist im Häuschen. Und dann hoch. Oh Gott! Alter, Fabian! Piet Diesel! Okay, komm mal, warte. Zack. Jetzt, Fabian, jetzt ist doch mal hier Ende Gelände. Jetzt baue ich hier mal zu, Alter. Mach, dass du wegkommst. So. Zack, dann. Jetzt wieder zu uns! Fabian, du Ferkel! Du musst ihn aber aufhalten. Ja, ich halte doch auf. Mach das Bett weg! Ja, mach ich doch. Gib ihm! Fabian! Okay. Ja. Hab ich ihn? Ich hab ihn. Okay. Nice, Dicer. Okay. Richtiger Endgegner. Aber schön, weißt du, dass er nicht gelieft ist. Also, das finde ich ja, das freut mich immer. Weißt ja, du? Im Gegensatz zu Zoddle, ey. Ey, das war echt eine schwache Nummer. Ich dachte, du willst die ganze Zeit von Tuddle reden. Das wäre so ein Spitzname von dir für Tuddle oder so. Das war ein bisschen irritierend gerade. Okay, Leute, dann sehen wir uns gleich in einer. Was denn? Was? Nee, alles gut. Nee, du wiederholst den Gag jetzt nochmal, Patrick. Nein. Wir sehen uns gleich in einer Zeit. Hey, jetzt nicht mit Christoph treffen, ja, und Zoddle. Ich weiß, du willst wieder einen drauf machen mit den beiden, aber jetzt ist Aufnahme. Wir sehen uns gleich in einer zweiten Runde wieder. Tschüss! So, willkommen in Ründchen Nummer 2 und Team Stirnband, so wie Patrick uns getauft hat, was ihr jetzt natürlich nicht sehen könnt, weil wir beide keine Skins haben, beziehungsweise nicht unsere eigenen, rasiert jetzt! Das war zumindest deine Kampfansage, richtig? Oh, ja, das also rasieren, da bin ich gar nicht so der große, nee. Der große Speeder, so rasieren. Sondern also, du bist eher so Team gediehen quasi. Team, schauen wir mal. Team, schauen wir mal. Mal ein bisschen gucken, mal ein bisschen rumspleasen, da muss man einfach mal fresh from the side of the life. Einfach mal so, weißt du? Okay. Aber hast du einen Pool outside? Because there's a Pool outside. Der macht erschreckend wenig. Jerry B. Anderson, wenn du das siehst, liebe Grüße an dich. Kannst mal wieder was bringen. Das wäre ganz nice. Ja, da einmal so ein bisschen von der Side getalkt, dass er mal wieder ein bisschen spleasen will. Und dass er aber auch teilweise ein bisschen enttäuscht war von den Downturners, vom Feedback so, from the side. Aber, da kann man natürlich nichts machen. Das stimmt wohl. Ich habe letztens ein paar Real-Life-Videos von ihm gesehen. Das hatte mich auch nochmal irgendwie. Okay, ist alles gut. Das bist du. Vergiss mal, welche Farbe ich bin. Das können wir mal machen. Oh Gott, sie hat ein Schwert! Okay, warte. Ich war ein bisschen überrascht von Kiwi. Sie ist auch Killer Girl 100. Warte. Du musst Killer Girl. Er kommt! Komm. Nein. Hab ich? Ja. Oh, okay, sie ist down. Was war das denn für eine Respektschelle? Ja, das war. Da muss ich erstmal zurechtweisen. Aber sie war ja auch ganz schön frech. Respawn Kitchen, Alter. Oh, Alter. Ali Schwarzer, incoming. Genau. Die ist aber schon wieder alleine. Warum denn? Warum ist sie denn? Hä? Das verstehe ich gar nicht. So. Was ist denn da los? Ja, war die von Anfang an alleine? Respektschelle. Tschüss. Boah, was für eine Combo. Das war echt, das war so ein bisschen Baseball-mäßig, ne? Wie nennt man das? Das ist am ehesten Basketball. Ja, so ein bisschen. Basketball kommt da am nächsten. Ja, ne? Ein guter Doppelpass, ey. Ja, müssen wir noch eine dritte Runde hinten dranhängen. Vielleicht kriegen wir mal eine hin, ja. Wo wir ein gleichwertiges Team haben. Das wäre natürlich großartig. Schauen wir mal, bis gleich. So, willkommen in Ründchen 3 und jetzt wird es klappen. Ich bin guter Dinge auf der Map Claytown. Immer noch eine meiner persönlichen Lieblingsmaps hier. Pummelhoff! Meinst du, sie wird einen Pummelhoff-Skin haben? Und hat sie? Ich weiß es nicht, ich hab's nicht gesehen. Aber das, du siehst doch meinen Skin jetzt hier. Ich bin auch Pummelhoff. Ach, du bist Pummelhoff. Ich glaube, ich bin Pummelhoff. Nein, du bist so ein Spielmeister. Doch, ich bin Pummelhoff. Ja, aber du hast leider keinen Pummelhoff-Skin. Oh. Einmal in meinem Leben wollte ich Pummelhoff sein. Hätte ich hier singen können. Ja, sing mal. Nee, lieber nicht. Wie ging das irgendwie so? Habt ihr nicht letztens in der Runde mit GLP oder so die ganze Zeit gesungen? Nein. Irgendwas war da. Nein. Kann ich mich irgendwie dran erinnern? Nein, da irrst du dich. Du musst uns verwechseln. Wir singen nicht, das weißt du doch. Natürlich. Ja. Können wir mal so ein
Sync Battle, SingStar Abend machen, weil sie so mit Smurf, GLP. Stimmt, ja, das wäre eine ganz gute Idee. Dann per Fernseher zugeschaltet oder so, irgendwie kriegen wir das hin. Aber warte mal, ich hab gehört, dass du hier Blind Wars nochmal neu aufsetzen willst. Ist ja, diese Information korrekt? Ja, haben wir auch letztens so ein bisschen drüber getalkt, dass wir genau mal wieder so das eine oder andere von früher. Ja, auf jeden Fall. Habe ich mega Bock drauf. Ja, hast du die Map noch oder willst du was Neues bauen? Nö, da würde ich, man könnte natürlich auch mal den ein oder anderen Zuschauer fragen, ob der uns denn eine kleine Map basteln könnte, weil dann weiß halt niemand, wie man das Ganze am besten angehen sollte. Das ist natürlich ein bisschen risky-frisky, nachher ist es so eine mega kranke Map, die wir im Leben nicht schaffen, aber weißt du, no risk, no fun. Das ist mein Motto. Bist du so ein alter Risk-Taker? Alter, nur. Seeker? Ich bin einfach, ich brauche einfach den Thrill. Weißt du doch, Alter. Guck dir das an, Alter. Zack. Einmal um die eigene Achse gedreht, während ich hier auf dem Ding gesehen, nochmal bitte. Warte, guck dir das an, Alter. Nice. Hast gesehen? Alter, also das Schädel. Krass, also nicht schlecht. Krass, Alter. Ich liebe einfach den Thrill. Das ist einfach, dagegen kann ich auch nichts machen. Das ist einfach mein Naturell. Das kann ich verstehen, Alter. Aber ich würde auch wirklich auch dementsprechend nicht verschließen dem gegenüber. Ich weiß es nicht. Oh, ich wurde in der Mitte gerackt. Hä? Sind wir auf dem Weg zu uns? Ja, der gönnt sich Gold. Die haben jetzt einen Bogen. Okay, dann ist vielleicht der Plan, den ich hier gerade einschlage. Ja. Gar nicht so schlecht. Oh, da kommen wir jetzt, aber der eine Grüne kommt. Kriegst du den hin? Ich weiß es nicht. Ich muss mir ganz schnell Samen holen. Ist er runtergefallen? Ja gut, der eine ist gestorben. Okay. Da haben wir Glück gehabt. Ja, ich habe ihn mit meinen Strahlen runtergefrossen. Mit deinen Easy Get Wrecked Strahlen. Genau, so nennt man sie. Geht direkt. Wow. Okay, pass auf. Birgi, probier jetzt mal was. Das ist meine Spitze. Hier kriegst du mal 2 Gold, falls du damit irgendwas anfangen kannst. Nee, pack dir eine Kiste. Da kommt er. Spitzhacke nehme ich auch noch mit. Oh, da kommt er. Okay, ich bin weg. Okay. Ich versuche jetzt durch den Teleporter zu gehen. Okay. Und versuche von hinten was zu reißen. Das klingt immer so dirty irgendwie. Okay. Dann reiß mal was von hinten. Ich reiß mal was von hinten, Alter. Nein. Oh Gott, nein. Nein, das gibt's doch nicht. Mann, nein. Jetzt habe ich hier genügend Blöcke. Hast du Blöcke? Kannst du nachkommen? Oh Gott, nee. Ich werd getötet. Nein. Okay. Nein. Nee, ich bin noch nicht tot. Oh, ey, jetzt habe ich keine Blöcke mitgenommen. Ja, wie dramatisch. Nee, warte, hast du welche? Ich komm. Ja, warte. Hier. Wirf welche rüber. Über die Grenze hinaus. Okay. Sehr gut. Mach Mexiko. Okay, das reicht. Ja, okay, Pille, gut. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Versuch auch vielleicht zu stürmen, da können wir sie von beiden Seiten einkesseln. Das wäre natürlich awesome. Na, der eine hat aber einen Bogen, da komme ich nicht rüber, Bögen. Ich glaube, hat er mich gecheckt? Nee, er hat mich noch nicht gecheckt. Okay. Boah, ich könnte jetzt. Geil. Der kauft gerade ein. Ich könnte ihn kriegen jetzt. Do it! Ich könnte ihn kriegen. Er pennt! Ich komme nicht durch hier! Jetzt! Jetzt habe ich ihn! Ich habe ihn! Nein! Okay. Warte. Sieht gut aus? Ja, ich habe ihn, aber ich komme ans Bett nicht. Oh. Dramatische Szenen. Die haben wir eingebaut, ordentlich. Nein! Hotkeen, Birgi. Okay. Einsperren. Okay. Ich hab das Bett! Jawoll! Okay. Birgi! Alter! Diese Maschine! Du bist der Terminator, Alter! Der mit dem Bogen ist jetzt hier! Ich, okay! Pidizzle, Hilfe! Ich bin im Haus eingesperrt! Pidizzle! I'm coming home! Hilfe! Pidizzle! Oh nein, der andere hat mich gesehen! Ich hab nur 2 Blocks! Okay, warte! Du lebst noch? Ja, ich lebe noch. Der kommt jetzt rein! Die kommen beide rein! Pidizzle! Oh nein! Ich versuch den anderen noch zu kriegen. Komm, den letzten kriegst du. Oh, Alter, oh! Ja, ich bin tot. Okay, alles klar. Ey, der hat richtig gut. Also, der hat mich so mit dem Bogen hochgeschossen. Okay. Und dann hat er mir eine Kombo reingedrückt. Da hatte ich schon ein bisschen. Ja, wir dürfen uns jetzt einfach nicht einschüchtern lassen von ihm hier. Okay. Einfach straight drauf. Er kommt. Okay. Er rennt nochmal zurück, hat nochmal Gold geholt. Oh, der hat gerade ein bisschen Zeit verloren. Jetzt habe ich natürlich wieder keine Blöcke. Aber egal. Okay, schaffst du? Ja. War das der mit dem Bogen? Ja, ne? Der Mega-Failer. Oh, scheiße. Okay, tänzeln wie MC Expert. Ich versuche auch sofort jetzt zu kommen. Ich brauche nur noch ein bisschen was zu... Ach, komm. Nee, ich brauche eine Spitzhacke. Nein! Mann! Ich war dran an ihm. Ich war richtig in ihm drin, quasi. In ihm? Oh. Ja, erst kommst du von hinten, Alter. Ja, da muss man jetzt auch einfach dran. Prioritäten setzen. Wo steckt der denn? Der ist bei sich wieder. Okay. Ah, stimmt. Okay. Mal gucken, dass ich hier die ein oder andere Barriere aufbaue. Weil die Bombe platzen lassen, oder was? Will schießen, Alter. Oh, da trifft er mich ein bisschen. Okay. So, kein Problem. Dann bauen wir hier eine kleine Barriere 6000. Okay.
Oh, hi. Hi. Okay, wir gehen einfach beide. Komm, ja, komm, komm. Sich beide spammen. Boah. Komm schon. Okay. Das war doch wirklich, weißt du, das ist so eine Runde, weißt du, dafür. Als Grand Finale. Als Grand Finale, genau. Leute, dann soll es das für heute gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, dann schaut auf jeden Fall auch bei Paluten vorbei und lasst gerne Bewertung da. Und ansonsten hören wir uns morgen wieder. Macht's gut, bis dahin. Tschüss, euer Bergmann, danke fürs Dabeisein.